Hallo und herzlich willkommen. Wir machen noch eine Runde mit unserem Priester. Ihr seht, ich habe immer noch nichts dran geändert. Ich weiß, ich erzähle es jetzt schon seit so vielen Runden. Ich wollte ein paar Sachen schon austauschen, dieses ganze RNG mit hier Gedankensicht und hol dir die anderen Karten und so weiter. Habe ich noch nicht rausgenommen. Genauso finde ich immer noch ein paar Karten, er spielt zu sehr auf Anduin gegen Malfurion. Ich erzähl's euch vielleicht nachher. Jetzt machen wir erstmal die Runde gegen den Druiden. Das Licht wird den Sieg bringen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Starthand, weil er mit seiner Heldenfähigkeit zwar ihn angreifen kann, aber braucht zwei Runden. Das heißt, wir können eigentlich gleich in der zweiten Runde, je nachdem, was er jetzt spielt. Das war's. Ja, schauen wir erstmal. Bei Druiden ist es natürlich immer ein bisschen problematisch, weil sie halt doch diese ganzen hier, wir brauchen noch, ja, wir holen eine Münze, dann holen wir das noch raus, dann holen wir das noch raus. Genau. Also sich einfach sehr, sehr viel Mana sofort machen. Und das kann natürlich Ärger machen. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal hier unseren Feendrachen und schauen mal, was er in Runde 3 bringt. Feendrachen einfach deswegen, damit wir hier gleich mal 3 Schaden auf dem Board haben, plus den hier sind 5 Schaden, je nachdem, was er bringt. Okay, und er nimmt uns unsere Karte gleich weg. Das ist schön. Hat für uns den Vorteil, wir können ihn spielen. Und wir sind auf dem gleichen Stand. Er ist allerdings schon in Runde 4. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir unsere Lichtgestalt hätten oder unsere Lichtbrut. Das heißt, er spielt einen Us. Und nimmt uns unseren weg. Das ist auch schön. Damit hat er nämlich die 2 Schaden bekommen, da wo sie eigentlich auch hin hätten sollen. Und wir können das Ganze nutzen, um ihm 2 Schaden reinzuhauen. Dann spielen wir sie aus. Ist jemand verletzt? Und setzen ihren Schaden noch ein bisschen hoch. Okay. Damit hätte ich ihr 5 Schaden geben können. Ich Trottel. Und damit hätte er sie jetzt nicht weghauen können. Das ist natürlich jetzt ärgerlich von mir. Aber für mich. Das war's. Gut, wir können leider nichts spielen. Weil ich so blöd war. Das heißt, erstmal einen großen Schluck zum Trinken. Aber ihm scheint es auch nicht besser zu sein. Weil er muss uns direkt ins Gesicht gehen. Gut, Lichtbrut. Da ist er auch schon. Bedeutet, wir spielen sie aus. Wir warten sie noch ein bisschen, ziehen eine extra Karte. Und die ist natürlich jetzt auch praktisch. Nächste Runde können wir sie auf 10 hochhauen, wenn er jetzt nichts macht. Und damit wird die Lichtbrut richtig eklig für ihn. Was macht er? Er haut einen Breitenhieb drauf. Okay. Zieht sich die 3 Schaden rein. Na gut. Macht nichts. Würde ich eigentlich gern spielen. Allerdings. Dann macht er allerdings was Ekliges. Deswegen spielen wir erstmal ihn. Damit hat die Lichtbrut wieder 5. Wir können mit reinhauen und er hat 2 Probleme vor sich liegen. Und in Runde 8 können wir jetzt auch nochmal heilen, wenn das Ganze nicht mehr geht. Er spielt einen Yeti. Das wir müssen schön den Sonnenbrunnen läutern. Und bufft den Yeti um 1. Das ist schön. Damit würde ich wahrscheinlich hier ein bisschen was wegnehmen. Einmal hier, einmal da 2. Das ist schön.
Hand. Wir spielen uns die ein Tore extra sind Tank, geöffnet. Um das Ganze ein bisschen abzumachen. Wir machen einmal hier den Schaden drauf. Machen einmal hier den Schaden drauf. Und am liebsten hätte ich jetzt eigentlich hier irgendwie den Schaden... Ja, ich hätte eine bessere Heilung. Ich hätte eigentlich noch einen Kreis der Heilung gehabt. Allerdings ist der noch nicht rausgeflogen. Wenn er jetzt nochmal einen Brennenhieb macht, wäre es blöd. Aber er spielt Gott sei Dank einen Ogre. Und spottet ihn auch noch. Das ist schön. Damit hat er 9. Macht uns aber nichts, weil wir können ihn jetzt richtig hochhauen. Indem wir ihn auf eine... Ja, Moment. Um wie viel kriegen wir den denn insgesamt hoch? Der hier hätte 6. Kriegen wir allerdings auch auf 10 nur hoch. Deswegen würde ich sagen... Ja, wir sind leider erst in Runde 9. Ich muss hier ein bisschen heilen. Okay, wir hauen ihn hoch. Wir verdoppeln ihn. Wir hauen ihn hoch. Lebt wohl. Wir nehmen ihn auf. Dann wird nochmal schön geheilt. Aber ich mache nur eine einfache Heilung. Benötigt ihr einen Segen? Müsst ihr schnell entscheiden. So. Und hauen ihn auf. Hier hoch. So. Damit hat er jetzt ein paar Probleme. Mit einem Prankenhieb kriegt er höchstens einen von den 3 Problemen hier weg. Und er spielt den nächsten Tank. Allerdings wird ihn das jetzt nicht retten. Er spielt noch einen Kroko, bringt ihm auch nichts. Und er haut sich noch den dritten Tank drauf. Ja, dann müssen wir uns jetzt ganz artig bei ihm bedanken. Gut gespielt. Und jetzt wird abgeräumt. Erstmal holen wir uns Falky rüber. Dann nehmen wir ihn weg. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Schaden drauf. Lebt wohl. Und geben ihm den Finisher. So, yes. Deck, es hat seine Schwächen, es hat seine Vorteile. Jetzt schreit doch nicht dann so ins Mikro rein. Ich weiß ja, dass ihr euch freut. Es hat seine Vorteile, es hat seine argen Nachteile in vielen Teilen auch. Ich muss mir überlegen, ich bin ja immer noch... Also ich mag keinen Gedankenraub drin, ich mag keine Gedankensicht drin. Die sind mir einfach zu zufallslastig. Und ich weiß nie, was ich bekomme. Dafür könnte ich viel besser... irgendwelche anderen entweder eine große Karte noch reinnehmen oder ein paar kleinere. Priester hat ja noch recht schöne andere Möglichkeiten. Und es muss ja nicht immer hier Copycat sein. Gut, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Empfehlungen habt, was man noch dran verbessern könnt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Gebt einen Like, abonniert es oben rechts oder tut was ihr wollt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.